Mein Arbeitstag begann heute Morgen mit einer Videokonferenz mit den Superintendentinnen und Superintendenten aus dem ganzen Rheinland. In diesen Corona-Zeiten ist es immer wieder nötig, sich miteinander abzustimmen, wie wir die ganz praktischen Fragen lösen. Also, wie ist das, wenn eine Kreissynode mit rund 100 Menschen tagen soll? Wie ist das mit Presbyteriumssitzungen? Wie gestalten wir Gottesdienste, die Konfirmandenarbeit, die Seelsorge und, und? All das sind wichtige Fragen, die haben ihr Recht und deswegen war das heute Morgen auch eine richtig konstruktive Konferenz. Aber ich merke, wichtig ist, dass wir uns nicht nur auf die pragmatischen Fragen in diesen Corona-Zeiten beschränken. Das muss man lösen, zielstrebig und ergebnisorientiert. Ich finde, unsere Aufgabe als Kirche ist in diesen Zeiten auch genau hinzuschauen und genau hinzuhören. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass in diesen Zeiten sich die Lebens- und Arbeitsweise für viele Menschen drastisch verändert hat. Zum Beispiel durch Kurzarbeit, aber auch durch die Unmöglichkeit, Kinder unterzubringen im Kindergarten, durch die veränderten Regelungen im Bereich der Schule und, und. Der Alltag von vielen hat sich einschneidend verändert und wir müssen das im Blick nehmen, besonders auch die Situation von Familien und Kindern. Ich denke aber auch, wir müssen genau hinschauen, wie die Situation in den Alten- und Pflegeheimen ist. Da sind Menschen auf der letzten Lebensphase. Sie brauchen Kontakt, Begleitung, Unterstützung. Wie lässt sich das ermöglichen? Wir dürfen nicht wegschauen, sondern müssen seelsorgliche Begleitung anbieten und Familien den Zugang zu diesen Menschen ermöglichen. Ich denke aber auch daran, dass die Corona-Krise andere Themen verdrängt hat. Diese Themen sind jetzt nicht einfach erledigt oder sind weg, sondern sie sind medial einfach verschwunden, überdeckt durch die Corona-Nachrichten. Ich will das nochmal ausdrücklich benennen. Die Situation an den EU-Außengrenzen, die Situation jenseits dieser Grenzen in den Weiten Afrikas. Unmenschliche Situationen. Menschen bleiben auf der Strecke, kämpfen ums Überleben. Ich denke aber auch an die Klimafrage. Eine Klimakatastrophe erleben wir an vielen Stellen in der Welt und die letzten Wochen mit der Dürre in unserem Land hat viele von uns erneut darauf gestoßen, wie wichtig auch diese Frage ist. Also ich plädiere dafür, dass wir uns intensiv auseinandersetzen mit der Situation der Menschen, die von der Corona-Krise betroffen sind. Und ich will an dieser Stelle nochmal ausdrücklich auch an die erinnern, 6.300 Familien rund, die betroffen sind durch einen Todesfall als Ergebnis der Corona-Erkrankung. 6.300 Familien haben erlebt, das ist nicht nur irgendeine Krise, die durch das Land wabert, sondern sie betrifft uns unmittelbar, hat unser Leben verändert, hat Leben zerstört. Ein Leid, was wir wahrnehmen müssen, wo Begleitung notwendig ist. Wichtig ist mir allerdings auch, dass wir in diesen Zeiten als Kirche und auch unsere gesamte Gesellschaft sehr sensibel darauf achten, dass diese Zeit nun nicht dazu genutzt wird, Tabubrüche zu begehen. Wir erleben zum Teil abstruse Debatten. Da wird dann die Frage gestellt, ist denn eigentlich medizinische Hilfe noch nötig, wenn der Mensch eine Lebenserwartung hat, die man nicht mehr in Jahrzehnten oder in Jahren messen kann. Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass nicht im Windschatten der Corona-Krise Tabubrüche fataler Art begangen werden. Ich erlebe das, Sie erleben das in Ihren Lebensbereichen auch. Die Corona-Zeiten sind sehr herausfordernde und belastende Zeiten. Als Christ helfen mir Zeiten der Unterbrechung, Zeiten der Stille, wo ich nachdenken kann, hinhören kann und mir auch Worte sagen lassen kann, die mich ermutigen und mir wieder neu Zuversicht geben.
Einer meiner Lieblingsworte aus der Bibel lautet: Durch Stille sein und Vertrauen werdet ihr wieder Kraft gewinnen. Das ist etwas, was ich uns wünsche. Zeiten der Unterbrechung, die uns davor bewahren, besinnungslos auf die Corona-Zahlen zu schauen, sondern genau wahrzunehmen, was geschieht und danach zu fragen, was jetzt dran ist für uns und für die Menschen, die zu unserem Leben gehören und für unsere Gesellschaft.